Ja, hallo liebe Zuschauer zum Nachmittag. Nicht mehr ganz eine Minute und die Non-Farm-Payrolls bröseln uns entgegen sozusagen. Wir sehen hier schon eine gewisse Vorfreude in Sachen Volatilität hier auf der rechten Seite beim Euro-US-Dollar 5-Minuten-Chart, links der DAX im 5-Minuten-Chart. Wir wollen mal sehen, was jetzt passiert, wenn die Daten rauskommen und die Reaktion entsprechend dessen hier vielleicht wegweisend, nicht nur für heute, sondern auch für die kommende Woche. Wie gesagt, neu geschaffene Stellen, wichtiges Thema, Non-Farm-Payrolls. Exakra soll dies bedeuten und jetzt wird es eben spannend, was dann daraus wird. Wir werden aber hier in erster Linie erstmal die Reaktion dann jetzt gleich unter die Lupe nehmen. So, 5 Sekunden, jetzt wird es schon noch ein Stück weit spannender. Das Zucken hier im Chart ist schon mächtig gewaltig und Action. So, es könnte nicht weniger volatil sein als das, was wir gerade sehen beim Euro-US-Dollar. DAX verhält sich hier in der Indikation noch relativ ruhig. Und da knallt Euro-US-Dollar aber auch schon gern Süden und zwar recht sportlich. Alle Europäer stark unter Druck, auch der Goldpreis sackt durch. Arbeitslosenquote 5,3%. Kommt gerade rein. Erwartet wurde genau dieses Level. Also insofern keine ja, zinsberuhigende Aussage. Zahl der neu geschaffenen Stellen, das war auch wichtig, lag im Juli bei 215.000, etwas weniger. Erwartet wurden 225.000. Also hier die Daten, also insofern auch jetzt nicht beunruhigend. Also die Märkte hier relativ fassungsvoll, will ich fast sagen. Euro-US-Dollar kippt hier zwar noch hinweg, DAX wenig beeindruckt. Bislang auch hier in der Indikation gerade mal 86 Punkte. Das kann sich natürlich jetzt in den nächsten Minuten noch ändern, aber die Erstreaktion hier nach einem kurzen neuen Hype auf dem Tageshoch, jetzt beim Euro-US-Dollar doch schon bitterlich. Vorwochentief wird anvisiert, vor Tagestief haben wir hier. Und insofern hier alles nicht gerade optimistisch für unseren Euro, dann äquivalent in Sachen Korrelationsverhältnisse DAX hier jetzt in der positiven Entwicklung. Wenn gleich hier ein Stück weit zurückhaltend, Euro-US-Dollar testet jetzt hier die Average True Range aus, die er gleich jetzt erreicht hat. Also hier die durchschnittliche Tagesspanne von 89 Pips während der letzten 14 Tage. Hier geht natürlich noch ein Stück weit mehr. Wir sind hier vor Wochentief, vor Tagestief, vor Monatstief. Marke von 0,80, 81, 0,80, 82, ganz, ganz wichtig. Und Euro-US-Dollar wird hier ordentlich niedergeprügelt. Sprich, der US-Dollar erfährt hier Zuspruch auf breiter Front. Also Zinsanhebungschancen sozusagen. Eine gewisse Stärkung des US-Dollars, was nicht mehr unwahrscheinlich ist. Es wird zwar immer wieder gepokert, dass es nicht September wird, jetzt dann doch erst 2016. Aber sei es drum, es ist schon relativ hausgemacht, dass hier eine Zinsbewegung nach oben stattfinden wird. Und die Daten heute, die Non-Farm-Payrolls, jetzt nicht so überwältigend in der Überraschung, aber hier doch im Bias deutlich bullisch für den Dollar, deutlich bärisch für den Euro. Und der hat jetzt hier seine Average True Range ausgeschöpft in Sachen dieser Range, die wir hier sehen. Und Vortagestief auch just touchiert. Jetzt die Frage, wenn wir darunter gehen, dann haben wir hier nochmals deutliches Potenzial auf der Südseite von bis zu 60 Pips. Schauen wir gleich nochmal auf den Tageschart. Jetzt mal hier zum DAX. Mal ein bisschen größer das Bild gerade. Der hält sich hier wirklich zurück. Das ist hier keine wirkliche Action, die wir hier sehen. Rein von der Range her so gut wie gar nichts passiert. Also da hätte ich mir auch ein Stück weit mehr Bewegung erwartet. Aber man ist hier nicht im Wunschkonzert und insofern mal abwarten, was jetzt noch draus wird. Die grundsätzliche Bewegung Euro-US-Dollar runter, DAX rauf, müsste hier eigentlich noch für weiteres Potenzial sprechen. Gerade weil, wenn wir den DAX uns jetzt mal anschauen, hier das Vortageshoch bei 11.671 haben und die Average True Range bei 11.675 läuft, soll heißen, hier kann jetzt nach oben noch was gehen. Wenn die Marktteilnehmer jetzt doch wieder in den Markt strömen, aber auch die Indikationen bei den US-Amerikanern verweilen noch immer im Negativen, also hier die vorbörslichen Indikationen jetzt auch nicht bullisch umgeschwenkt, das hindert den DAX so ein Stück weit an einer weiteren Performance, das sehen wir ganz deutlich. Da ist der Deckel mehr oder weniger drauf. Euro-US-Dollar vom Tagestief gestern abgeprallt nach oben, vor Wochentief wird auch gerade wieder zurückerobert. Ergo, wenn der jetzt hier wieder kräftig zurückkommt, dann wäre das für den DAX kritisch. Soll heißen, wenn der DAX hier in der 24-Stunden-Indikation von JFD das Tief hier von heute Morgen unterschreitet, 11.513, dann will ich mal annehmen, dass es dann hier wahrscheinlich ist, dass wir hier in Richtung 11.437, 11.450 zurücksacken. Eben aufgrund dessen, dass wir hier kein Up-Momentum erleben. Also keinesfalls. Der hätte auf jeden Fall stärker reagieren können, der DAX, gerade im Zuge dessen, dass der Euro so abschwächt. Das Ganze ist natürlich nicht der Fall, wenn Euro-US-Dollar jetzt hier unter das Vortagestief zurückfällt und Richtung Vormonatstief zurückrauscht. Dann hätte der DAX hier sicherlich Chancen auf der Oberseite. Und insofern kommen wir jetzt mal zu den größeren Chartbildern. Hier mal kurz Euro-US-Dollar.
Fangen wir mal mit dem mal kurz an hier. Großer Monatschart, halt Wochenchart ist das, nicht Monatschart. Widerstand 1,10, 1,1035, ganz signifikant. In der Vorwoche sah es so aus, als würde man drüber ausbrechen. Letztlich mit dem Doji geschlossen die Woche. Nicht wirklich gut. Jetzt unterhalb des Widerstands die ganze Woche geblieben. Mit der heutigen Schwäche ist es, wenn es so bleibt, definitiv ein Signal für die Bären, dass es hier weiter nach unten geht. Also unterhalb von 1,10, 1,1035 Euro ist er weiter schwach. Das sollte hier, und da gehen wir jetzt auch nochmal vom Wochen- in den Tageschart, insbesondere dann mit Aufgabe hier dieser Unterstützungszone. Ich sprach gerade im 5-Minuten-Chart davon, nur 1,082, 1,083 roundabout. Wenn wir da drunter gehen und danach sieht es aus, wäre hier der Weg gen Süden sicherlich weiter geebnet. Zum DAX. Hier innerhalb des Abwärtstrendkanals noch aktiv, das kann auch so bleiben. Die Triggermarke hier ist auf der Oberseite zu sehen, hier bei dem Hoch vom 11, von 11 Uhr, 11.581. Wir hatten es auch kurz im JFD-Stream geschrieben. Oberhalb dessen wäre Luft bis 11.675. Das entspricht dann auch hier der True Range. Die würden wir dann exakt abarbeiten, wenn wir in Richtung Vortageshoch, in Richtung der wird True Range ansteigen. Das wäre im Prinzip hier genau das Ziel der Ziele. Ansonsten bleiben wir in diesem Abwärtstrendkanal, obwohl der Euro gerade so durch Schwäche glänzt, also Euro-US-Dollar viel mehr. Dann gilt es als wahrscheinlich, dass wir 11.500 noch ansteuern und im Ausdehnungsfall dann eben in Richtung 11.450, 11.400 zurücksacken. Ergo hier, solange wir in dem Abwärtstrendkanal sind beim DAX, sind weiter kurzfristig fallende Preise denkbar. Auf den Tageschart gesehen ist die Situation hier weiter konstruktiv. Der DAX besitzt unverändertes Aufwärtspotenzial, gerade auch wenn Euro die 1,080, 1,083 aufgibt. Also hier praktisch der US-Dollar wieder Stärke erfährt, dann dürfte das auch den DAX pimpen, beziehungsweise vielmehr hypen und insofern dann nach oben ziehen. Hier blaues Szenario oberhalb von 11.700 weitere Zugewinne ist denn dahingehend weiter zu präferieren. Gut, liebe Zuschauer, ich will Sie gar nicht weiter aufhalten in Ihren Trading-Aktivitäten, denn bis auf das Euro-US-Dollar hier ordentlich in die Knie gegangen ist, nachdem es zuvor vor den News einen kleinen Ausflug nach oben gab, sehen wir jetzt hier eine sichtliche Schwäche. Euro-US-Dollar jetzt schon 104 Pips gelaufen. Da kann noch mal richtig was gehen. Noch 60 bis 100 Pips, also im Sinne von dessen, dass wir sogar die 1,080 nach unten durchschreiten, kann passieren. Aber obacht jetzt am Vortagestief auch Abprallreaktion möglich. Insofern klinke ich mich mal aus. Wir schalten uns nachher noch auf den US-Markt, der hier, wie gesagt, in der Indikation schwach bleibt. Der DAX kommt auch nicht ins Plus. Summa summarum, also irgendwie ein Stück weit zäh. Wollen noch mal sehen, was dann hier der Nachmittag noch bringt, wenn die Amerikaner dann tatsächlich eröffnet haben. Wir werden es sehen, wir werden es betreuen im JFD Live Trading TV. Bis dahin sage ich erstmal Danke fürs Einschalten und auf bald, ihr Christian Kämmerer. Ciao.